Hallo Freunde, wir sind zurück bei Baphomets Fluch 2. Ich habe gerade eben wieder Baphomets Fluch 3 wieder weitergemacht und ja, da funktioniert das jetzt auf einmal schon wieder nicht, wie ich mir das vorstelle. Ich werde einfach jetzt hier wieder weitermachen. Prioritär habe ich auch vor, das hier mehr zu spielen, erstmal als Baphomets Fluch 3. Also ich möchte das hier zuerst zu Ende bringen. Hey Nico. Und wenn ich das hier fertig habe, dann halt geht's auf in den dritten Teil. So, was will ich hier überhaupt? hatte ich hier schon mit ihm alles besprochen? Die Karte können wir ja noch nicht. Ich habe ihn alles. Ja, okay. Dann gehen wir noch mal in das Minengesellschaftsbüro da. Wie heißt es? Hier hinten links in das Gebäude. Darüber. Ja, genau, das Büro von der Minengesellschaft. Und dann da hoch. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin im Moment hier ein wenig, oder ich tappe hier ein wenig im Dunkeln im Moment. Ich weiß, dass ich einen Zünder brauche und den auch bekomme. Allerdings, wo, wie, wann, wieso, weshalb, das. Habe ich noch nicht so richtig gecheckt. Aber, oh ja, genau. Jetzt können wir mit ihr darüber sprechen. Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig. Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Gut. Da wissen wir jetzt also, wo wir jetzt die Zünder herbekommen. Jetzt glaube ich nochmal runter. Und hinten mit dem kleinen Jungen, mit dem haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesprochen. Da bin ich mir aber jetzt unsicher. Jetzt gehen wir mal hier hinten rum. Also wir kommen hier nirgendwo hin. Wir gehen eigentlich nur hinten um das Haus rum. Anstatt hier vorne rum. Hinten rum, vorne rum. Mittendurch. So, ob schneller ist, ich weiß es nicht. Ja, genau, mit dem kleinen Dötzen da vorne. Hallo. Mann. Rede mit Mann. Hi, ich bin George Stobbart. Genau, mit ihm haben wir auch noch nicht gesprochen. Was können Sie mir über die Bergbaugesellschaft erzählen? Der General hat eine ihrer Minen nach der Explosion geschlossen. Dabei haben eine Menge Leute das Leben verloren. Ich hatte Glück. Bei mir waren es nur die Beine. Er hatte Glück, es waren nur die Beine. Können Sie mir etwas über diesen Stein erzählen? Das ist Obsidian. Das ist ein Vulkangestein, das so schnell abgekühlt ist, dass. Ja, ist ja gut, aber ich interessiere mich nicht für Geologie. Ja, warum zeigst du ihm das dann? Nicht? Dann nehme ich an, dass Sie etwas über die Gravur darin wissen wollen. Das stimmt. In diesem Falle sollten Sie lieber mit dem Professor reden. Er war eben noch hier. Ja, toll. Super, eben. Es nützt mir jetzt nichts. Wissen Sie, wen diese Statue hier darstellen soll? Sollte ich wohl. Ich habe früher solche Dinger für die Touristen geschnitzt. Aber es hat den Leuten hier Angst gemacht. Darum habe ich es aufgegeben. Detzler die Boko. Erkennen Sie das Firmenzeichen auf diesem Etikett? Aber sicher, das ist die Condor Transglobal Schifffahrtslinie. Haben die ein Büro in Karamonte? Nein, aber sie laden und löschen hier Fracht. Das dachte ich mir. Ich finde das immer so lustig, wenn die das R so rollen. Haben Sie das Schiff mit der Kondorflagge gesehen? Nein. Aber die Docks sind doch direkt auf der anderen Seite des Platzes. Könnten ebenso gut auf der anderen Seite des Mondes sein. Haben Sie von der Sonnenfinsternis gehört? Klar, ich schmeiße sogar eine Party deswegen. Kommen Sie doch auch. Wirklich? Claro. Jede Menge Essen, jede Menge Wein und alle sind eingeladen. Außer dem General. Oh. Warum ist der General nicht eingeladen zu Ihrer Party? Weil er jedes Mal zu Partys seine verdammten EPs aus den 70ern mitbringt. Wie denken Sie über dieses Höschen? Beeindruckend. Tragen Sie sowas? Nein, jemand hat sie meiner Freundin geschickt. Wie aufmerksam. Warum sollten wir sowas tragen? Ist ja. Damenunterwäsche. Naja. Das zwickt im Popo. Hallo, Ich will Dre. eigentlich im Moment. Gut, mit ihm können wir nicht mehr reden. Jetzt ist die Frage.
Was habe ich hier vergessen? Versuchen wir es mit Pearl nochmal. Ja. Haben Sie den Typen getroffen, der sich selbst General nennt? Nein, habe ich noch nicht. Ist er ein echter General? Ich vermute schon. Er hat eine Menge Orden an der Brust. Allerdings auf der falschen Seite der Brust. Zumindest nach den Regeln jeder Armee, die ich kenne. Aha. Ich habe gehört, Sie sind den ganzen Weg nach Caramonte gefahren. In einem Truck. Das stimmt. Und du glaubst einfach nicht, in was für einem Zustand einige der Straßen hier sind. Der Gedanke, dass es noch Orte gibt, die man nicht mit dem Auto erreichen kann, macht mich richtig traurig. Heutzutage sollte man doch annehmen, dass die einen vernünftigen Highway überall dahin bauen, wo Menschen hinfahren wollen. Oh, nicht schlecht. Wussten Sie, dass der Truck voller Sprengstoff war? Wie kommst du denn auf diese Idee? Nein, sag's nicht. Ich kann's mir schon denken. Ihr Mann, er hat doch bestimmt übertrieben, oder? Manchmal frage ich mich, wie ich es mit Duans überschäumender Vorstellungskraft überhaupt aushalte. Ja, das fragen wir uns alle. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder herbekommen könnte? Hat Duane dich zufällig darauf angesetzt? Oh, jetzt verstehe ich. Der ist zum Hochjagen der LKW-Ladung Sprengstoff, richtig? Hey, jetzt kommen Sie aber. War doch nur ein Scherz. Oder dachten Sie vielleicht, ich meine das ernst? Ich weiß doch, wie ihr Jungs seid, wenn ihr zusammenhockt und Pläne schmiedet. Duane sagte mal, er könne alle Probleme der Welt lösen, wenn er nur genug Raketen hätte. Oh, wei. Wir sehen uns noch, Pearl. So. Hey, Nico. Versuchen wir es mal da drin nochmal. Vielleicht habe ich beim General was vergessen. Das bezweifle ich zwar ein wenig, aber... Versuch ist es wert. Oh, hallo. So, da. Pass auf, der geht jetzt hin und sagt, nee, will ich nicht. Ich habe ihn alles... Ich wusste es. Den bestimmt auch, aber nein, wir müssen erst hingehen. Hallo. Ich möchte gerne Ihren Gefangenen besuchen. Verurteilte Gefangene dürfen keine Besucher empfangen. Verurteilt? Zum Tode. Er soll exekutiert werden. Bei meinem Glück muss ich ihn wahrscheinlich noch selbst erschießen. Amnesty International wird davon erfahren. Ich dachte, Miguel wäre verhaftet worden, weil er die falsche Art von Musik gespielt hat. Sie, Senor, das stimmt. Und darauf steht die Todesstrafe? Nein, nein, nein. Glauben Sie, wir sind verrückt? Während seines Verhöres hat er gestanden, ein Geheimagent zu sein. Bis später. Ich glaube, jetzt haben wir den Grund, um oben in der Minengesellschaft, in dem Büro, den Zünder zu bekommen. Hoffe ich jedenfalls. Ich versuch's einfach mal. Die Ziege, das ist... Guten Tag. Ja gut, George. Entschuldigung, dass ich angeklickt habe. Eieiei. Ist direkt am Rumzicken hier. So, dann versuchen wir jetzt mal nochmal unser Glück bei ihr. Es gibt sonst nichts weiter. Was ist mit den Jungs hier? Hallo? Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder finden könnte? Klar, in dem Schrank hinter der Chefin. Sie wird Ihnen bloß keinen geben. Ich benutze einfach meinen Charme. Das muss ich mir angucken. Mach das. So, Sekretär Nummer 2. Was sagst du? Ich suche einen Sprengzünder. Oh oh, die Dingerchen sind aber gefährlich. Ich meine, sind Sie denn überhaupt qualifiziert dafür, mit denen umzugehen? Ich weiß ja nicht, wie man überhaupt mit Sprengstoff arbeiten kann. Ich hätte viel zu viel Angst, mich in die Luft zu jagen. Darum arbeite ich ja im Büro. Obwohl, Schreibtischarbeit ist auch nicht so sicher, wie viele meinen. Kennen Sie beispielsweise diese Dinger, mit denen man Heftklammern entfernt? Diese Entklammerer? Hören Sie, Sie haben ja mein vollstes Mitgefühl, aber jetzt habe ich genug von dem Mist. Ja, George, so gehört sich das. Sag ihm die Meinung. So, was sagst du dazu? Haben Sie Sprengzünder hier im Büro? Ich weiß nicht, ich bin neu hier. Genauer gesagt habe ich heute Morgen erst hier angefangen. Ach ja. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich hier tun soll. Kennen Sie sich mit Buchhaltungssoftware aus? Nein. Ja, sicher. Welches Programm benutzen Sie denn? Nennt sich LINC. Der Typ, der das geschrieben hat, muss ein Wahnsinniger sein. Jedes Mal, wenn ich eine Datei abspeichere, läuft eine schräge Melodie und kleine Zeichentrickschweine tanzen dazu über den Bildschirm. Und wo liegt das Problem? Naja, eigentlich kein Problem.
ist nur nicht ganz das, was ich von einer professionellen Buchhaltungssoftware erwarte. Auch nicht schlecht. Hat auch eine rote, eine gelbe und eine blaue Krawatte an. Hallo? Hallo? George, hier rüber. Hallo? George, hier rüber. Sag mal. So, was macht unser Nacktsekretär? Eine Bergbaugesellschaft verwendet doch Sprengstoff, oder? Nicht in der Rechnungs- und Personalabteilung, soweit ich weiß. Ich muss, wenn ich den höre, immer an Wirrwarr denken von Toonstruck. Naja, gut. Ich mach mir noch mal ein paar Gedanken, wen ich hier noch alles befragen muss, um an diesen verdammten Zünder zu kommen. Das mache ich mit euch im nächsten Teil. Seid gespannt. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.